Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich gehe heute ein bisschen raus, werde mir was zu essen machen, Kaffee und so weiter. Jetzt brauche ich erstmal ein schönes Plätzchen und dann zeige ich euch meinen bis jetzt liebsten Outdoor-Artikel bzw. Bushcraft-Artikel oder Equipment, das ich dabei habe. Gerne dabei habe, gerade bei Übernachtungen. Bleibt dran! Eigentlich wollte ich mir gerade einen Kaffee machen, aber jetzt habe ich es mir hier anders überlegt. Das habe ich mir gedacht. Ich zeige euch erstmal meinen Lieblingsausrüstungsgegenstand und erzähle ein bisschen was darüber. So habe ich das hier drin, ein bisschen versteckt und immer noch geheimnisvoll. Ganz kurz warum? Weil es universal einsetzbar ist. Aber nicht das da, sondern was da drin ist. Natürlich nicht der Packsack selber. Der ist auch sehr geil. Auch von Helikontext. Die nehme ich schon sehr, sehr lange her. Also sind jetzt richtig klasse. Aber gut, also mein Lieblingsausrüstungsteil oder Bushcraft-Gegenstand ist tatsächlich der Helikontext Swagman Roll. Warum? Mir immer gut geholfen, wenn es richtig kalt war und es war an den Füßen warm. Früher habe ich mir doch immer dann beim normalen Schlafsack, Winterschlafsack, also vor dem Defense 4, habe ich mir immer dann die Jacke reingestopft an die Füße, bis sie warm wurden. Das hat ewig gedauert und bei dem ist es wirklich so, in der Regel brauchst du das überhaupt nicht. Du nimmst den als, also mit dem Defense 4 kombiniere ich den einfach hier als Inlet und es ist wirklich super gemütlich warm. Das Material fühlt sich auch top an, ist halt Synthetik, aber wie gesagt, von dem her habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Andererseits kann man den auch einfach, also das Reißverschlusssystem, das funktioniert sehr gut. Also in dem Fall wäre es jetzt eben die Schlafsackversion gewesen. Ich mache den mal eben ganz auf. So. So zum Beispiel ist er jetzt einfach als Decke. Und ich kann dann, wenn es mir frisch wird, mir die gemütlich hier drumlegen und am Lager sitzen oder so. Aufpassen natürlich am Lagerfeuer. Klar,
Da geht natürlich dann auch mal ein Loch rein. Ne? Das muss man schon aufpassen. So, also es ist einfach super klasse und ich merke jetzt auch schon, weil es mir doch ein bisschen am Rücken zieht, muss ich sagen, es wird schon sehr gemütlich. Das wäre jetzt so eine Variante noch. Du kannst es natürlich auch drunter legen beim Picknick zum Beispiel, aber ich würde da auf jeden Fall eine Unterlage drunter machen, eine wasserfeste, das am Boden halt, also so ein Schmutzschutz und Wasserschutz. Campingunterlage und den dann drauf, das ist dann auch wieder warm, zusätzlich mit einer Isomatte oder so, das isoliert schon super gut. Das Ding, ich liebe es einfach, vor allen Dingen, man kann es auch so relativ klein komprimieren, der ist nicht wirklich schwer, die Daten sind dann unten im Video nochmal drin. Das soll ja auch kein direktes Review sein. Ich habe den eh noch nie richtig gezeigt, also ich wollte den wirklich richtig ausprobieren erstmal. Jetzt ist es schon das zweite Jahr, dass ich den benutzt habe und bis jetzt echt nur Positives. Ich habe noch nie gefroren bei, sage ich mal, maximal, ich möchte nicht übertreiben, sagen wir, gehen wir mal auf 7 minus runter mit dem Carinthia Defense 4 verbunden. So, und die Kapuze, die kann man hier da eben wieder reinmachen. Also eine kleine Tasche da mit Klettverschluss. Das kann man dann sehr schön da hier verstecken. Das muss auch sein, damit es dann, wenn du das also diesen Swagman Roll als Decke benutzt, quasi, dann nicht reinzieht irgendwo. Muss nicht sein. So. Schütten wir mal rein. Das war's. Und hier gibt es zwei Befestigungsbänder und zwar vorne, das ist also elastisch, die kann man auch verstellen. Die kommen nach hinten mit dem Clip. Das ist ein bisschen ungewohnt, also man muss sich daran gewöhnen und sich das auch einstellen, wie man das am besten haben möchte. Und dann ist der eigentlich auch schon fixiert hinten da. Ja, und vorne kann man das dann auch nochmal mit dem Zugband hier schön festklipsen, ein bisschen anpassen. Ja, die Kapuze gibt es noch. Zack, schaut zwar ein bisschen lustig aus, mit dem Zipfel hier. Aber so kann man es am Lager, wenn man vielleicht kein Feuer hat, super aushalten. Oder wie auch immer. Ja, man arbeitet ja so nicht, man sägt so kein Holz. Ich habe das schon probiert, das ist natürlich ein bisschen hinderlich, aber durch den Stretch, also diesen Gummi, sehr elastisch, kann man das schon machen und vielleicht macht man es dann einfach ein bisschen lockerer oder lässt sogar offen. Toll und praktisch ist auch die Brusttasche. Geht erst sehr schön der Reißverschluss und da kann ich dann bestens dann vielleicht meine Handschuhe mal reinmachen. Viel würde ich nicht reintun, wenn was Gewichtiges drin ist oder vielleicht die Taschenlampe, die Kopflampe, dass du bereit hast am Mann, wenn es dann dunkel wird. Egal, man kann da reintun, was man will. Das muss jeder selber wissen. Aber ich finde die Option, dass da eben die Tasche dran ist, noch ausgezeichnet. Also so wie er jetzt ist, habe ich ihn sehr oft verwendet, den Swagman. Und als Schlafsack, Inlet, Decke, eigentlich ein Schlafsack. Früher hatte ich immer den Lidl-Schlafsack zum Beispiel dabei. Den habe ich ausgesondert, den nehme ich gar nicht mehr mit. Im Sommer nehme ich nur den und meistens lasse ich den komplett offen als Decke. Also ist richtig gut. Herrliches Wetter hier im Wald, wirklich sehr, sehr schön und absolut ruhig. Man hört quasi gar nichts, außer mich. Ah, echt herrlich. So kann man mal wirklich entschleunigen und richtig Waldbaden genießen. Ja, da unten ist mein Handy. Da wird das Bild verbunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel filmen möchte und bin ein bisschen weiter weg oder so mit der Kamera, da kann ich das wunderbar kontrollieren. Tolle Sache, Hightech, nur zwischendrin. Und weiter geht's mit dem Swagman. So, was man auch schön machen kann, ist den einfach hier so als Decke um die Beine legen. Ist dann auch schön warm. Herrliche Geschichte. Klasse. Aber jetzt werde ich den mal wieder schließen. Wichtig ist, dass man die Kapuze wieder versteckt. Also ich ziehe dann immer den Gurt ganz zu. Und dann kommt das Dingens da rein. Und fertig ist die Geschichte. Das ist wichtig, damit da keine Luft durchgeht, damit die Wärme drinne eben bleibt. So. Und dass man mal sieht, wie man den schön komprimieren kann, kommt er mal wieder in den Packsack zurück hier. Das ist einfach reinstopfen schön, geht ganz easy.
Der Original-Packsack, der ist auch nicht schlecht, bloß kann man den selber nicht mehr komprimieren. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn wenn das ganze Zeug oben auf dem Rucksack, kann man den schön, also kann man auch schön quetschen dann einfach. So. Und weg ist das gute Stück. Und da ist immer noch ein bisschen Potenzial. Also, wie man sieht, das Dingens ist einfach richtig geil und ich finde Multi-Use-Sachen optimal. Ach so, man kann ihn auch als Underkilt oder Underquilt, servus Sven, nutzen. Bei der Hängematte habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil ich nehme von Amazonas die Underkilts her. Der ist mir dann, glaube ich, da irgendwie ist da, ich weiß es nicht, ich habe es einfach noch nicht ausprobiert, ich kann es nicht sagen. Vielleicht mache ich es mal, aber bis jetzt war es nicht so. Ich habe den immer als Decke genommen oder eben als Poncho. Wenn du dann noch einen normalen Poncho kannst du noch verknüpfen. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Muss ich auch noch schnell zeigen. Hier sind also diese Knöpfe dran. Diese T-Knöpfe oder wie man die nennt. Und da kannst du den wunderbar mit einem normalen Regenponcho verknüpfen. Und dann hast du Regen, festes, warmes Gehäuse um dich rum. Kann nicht besser sein, finde ich echt klasse. Ja, genau. So, das war's auch schon mit dem Video. Meine Gründe habe ich erläutert, warum ich das Dingens so gern mag, den Swagman Roll, weil es einfach so Multi-News ist und so solche Sachen braucht man einfach, wenn man unterwegs ist, dass man nicht für jeden Schmarrn noch extra was mitnehmen muss. Den kannst du das Inlet nehmen, Schlafsack, Sommer, Schlafsack, Decke, Camping, Unterlage und. Richtig geil. Also kann ich nur sehr empfehlen. Die Leute, die mit mir unterwegs waren und gesehen haben, die haben sich auch gekauft. Ich glaube, jeder von denen ist zufrieden und hat ihn sogar behalten bis jetzt. Das heißt schon einiges. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch eine super schöne Zeit draußen hier im Wald. Eigentlich wollte ich noch ein Live-Video machen. Das hat nicht geklappt, weil ich hier keinen Empfang habe. Sehr schade. Aber was soll's. Also dann haut's rein und viel Spaß draußen in der Natur, im schönen Wald oder wo auch immer ihr euch aufhaltet. Passt auf euch auf. Servus, ciao.